Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Isabel Garcia. Happy birthday to you. Heute ist der große Geburtstag von Isabel Garcia. Das ist ja wirklich, es ist ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Weißt du, ich mache es ja so, dass ich weder bei irgendwelchen sozialen Netzwerken, im Prinzip nirgendwo schreibe ich meinen Geburtsdatum wirklich hin. Das ja, ich stehe jetzt in meinem Alter. Weil ich nicht wollte, dass irgendwie, weißt du, früher bei Xing, da haben die manchmal einfach so, alles Gute, nur so in der Betreffzeile, dachte ich so, das will ich nicht mehr haben. Tausende von E-Mails, wo du denkst, ich muss die jetzt beantworten und die sind so unemotional hingeknallt. Deswegen habe ich es überall weggenommen. Jetzt gibst du das hier preis. Hier in dem Gut reden kann jeder Podcast und da ist auch schon meine Kuckucksuhr. Hört man die? Ja, bestimmt, aber die ist großartig. Ich liebe deine Kuckucksuhr. ich habe also heute Geburtstag, ich bin 49 Jahre alt geworden. Ach, guck mal, das sieht man aber nicht. Dankeschön. Ja, süß. Das musstest du auch machen, ne? Ist das dein Geburtstagsgeschenk jetzt, das Kompliment an mich? Ja, mehr okay, kommt jetzt noch eine fiese Frage? Ja. Ich denke kurz an den Podcast von diesem Jahr zurück, und zwar an den 11. September. Okay. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Nee. Da hast du einen tollen Podcast zum Thema, wie komme ich erfolgreich zu einem guten Ziel? Dazu ein toller Podcast. Den kann man sich natürlich auch komplett anhören. Und man hört sich jetzt nochmal die Kannst kurz du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Wie komme ich gut zum Ziel? Zu einem guten Ziel, ich glaube, ist das Stichwort. Ja, wie komme ich zu einem guten Ziel? Mit welchen Worten? Also mit welchen Worten? Ja, gibt es so Signalwörter, die zu einem guten Ziel immer bringen? Die mich auch selber, wenn ich zum Beispiel zu meinem Chef gehe und sage, ich möchte gut viel mehr Kohle haben, gibt es da so Worte, auf die ich aufpassen muss? Ich bin ja jetzt nicht so die Expertin von Argumentationsketten. Ja. Welche Argumente, welche Worte und so weiter. Wenn ich tatsächlich mehr Gehalt haben möchte, bin ich ein Freund davon, sofort zu sagen, was ich haben möchte. Auch da wieder dann eben Blickkontakt halten, Pause machen. Und wenn die Chefin ja dann irgendwie fragt, so, warum wollen sie mehr Geld haben, dass ich dann eben meine Argumente aufführe. Wenn die Person nicht fragt, brauche ich auch nicht weiterreden, denn dann interessiert die Person das eben leider in dem Moment nicht. Es war vielleicht der falsche Zeitpunkt. Ganz viele, oder ich erlebe es ganz häufig, auch bei mir, dass ich manchmal leider viel zu lange um den heißen Brei herumrede. Mhm. Und dann eben sage, ja, weißt du, ich habe schon damals und überhaupt und sowieso und wie fleißig es war und bah, und haben sie nicht gemerkt und ich hätte gerne mehr Gehalt. Ja. Und häufig haben die Leute eben bis dahin schon abgeschaltet, weil die gar nicht wissen, worauf will der jetzt hinaus? Ja. Und wenn ich so gar nicht weiß, worauf jemand hinaus ist, das kennen wir auch von Filmen, wenn wir die ganze Zeit denken, so, warum? Und wer ist das jetzt schon wieder? Und wieso? Dann sind wir häufig ganz doll abgelenkt und manchmal eben schon genervt und können das schöne Ende vielleicht nicht mehr genießen, weil wir so denken, irgendwie war es gar nicht meins. Mir geht es bei Gesprächen manchmal so. Und ich habe auch mal so im Vertriebstraining eben auch gehört, dass so die Aufmerksamkeitsspanne manchmal eben so diese berühmten 7 Sekunden dann sind. Insofern ist es beim Verkaufsgespräch eben schlau, kurze Fragen zu stellen, sodass mein Gegenüber sofort weiß, worum es geht und nicht so, wo ich sie schon mal hier habe, habe ich mir überlegt, dass eventuell, oh, guck mal, ein Nikolausi und dann eben weiterreden, bla 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 bla, um irgendwann zu der Frage zu kommen. Ja. Ganz häufig wird man dann so, vor sich sitzen haben, so, was wollt ihr mir sagen? Ja. Kurz und knackig würde ich es machen, ich würde mir für die Nettobotschaft überlegen, also was ist so der Kern meiner Frage, meines Wunsches. Mhm. Und ich finde, ich kann mein Ziel ganz gut erreichen, wenn ich mich genau darauf konzentriere. Was ist netto das, jetzt nicht netto vom Geld her, sondern eben netto Botschaft, ja. Ja, also ohne Bramborium drumherum, was ich will mehr Geld. Was bleibt nachher unterm Strich? Was ist mein Ziel? Ja. Also das Ziel ganz klar vor Augen haben. Ich bin zwar nicht so eine Zielfrau, die immer sagt, man muss immer ein Ziel haben, denn man setzt sich eigentlich auch nicht einfach nur ins Auto und ohne Navigationssystem, ne, oder gibt irgendwie Timbuktu ein. Ich finde diese Beispiele teilweise sehr plausibel, wenn ich etwas ganz Bestimmtes erreichen möchte, 1 Million unbedingt auf meinem Konto haben will, ist es schlau, dass ich mir Strategien überlege, wie ich an die 1 Million komme. Jetzt bin ich ja nicht so der Typ, der jetzt sagt, das und das und das muss unbedingt sein. Ich freue mich, dass ich im Hier und Jetzt ein schönes Leben habe. Mhm. Und ich finde, damit erreiche ich auch eine ganze Menge. Also insofern, ich finde, nicht jeder muss immer ständig ein Ziel vor Augen haben. Doch bei einem Gespräch finde ich es gerade im beruflichen Kontext häufig sehr schlau. Und ich erlebe, dass es ganz häufig nicht geschieht.
Es ist eher so, keine Ahnung, wenn du vielleicht denkst, Mensch, ich möchte Isabel mal einmal sagen, dass sie weniger quatschen soll, wenn wir hier den Adventskalender aufnehmen. Ja? Und du fängst das Gespräch an und dann fängst du erstmal an mit einem Kompliment und sagst so, ja, und was ich dir immer schon mal sagen wollte, du bist ja so toll und du kannst ja so toll reden, aber weißt du, im Adventskalender vielleicht. Also mich würde es freuen, wenn du dir genau Gedanken machst und mir erklärst, warum du denkst, dass es besser ist, dass ich weniger rede. Mhm. Und wenn du dein Ziel klar vor Augen hast, kannst du es mir auch leichter vermitteln. Und ich glaube eben, dann ist es leichter auch, auch was Negatives zu sagen. Und ich glaube, es ist leichter, dieses Ziel zu erreichen, wenn ich es wirklich einfach sage. Und es ist auch leichter, dieses Ziel zu erreichen, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast gesagt habe, aber wenn ich dann auch bei dieser einen Sache bleibe, also zum Beispiel eben, dass du mir sagst, Isabel, rede in dem Podcast einfach weniger. Und was wir aber ganz häufig machen ist, wenn ich es dann nicht sofort mache, dann lieferst du eine neue Begründung und sagst, ja, Isabel, wirklich, wenn du zu lange laberst, ja, es hört sich doch keine Socke an. So, ich mache es immer noch nicht. Ja, Isabel, aber wirklich, weil ich habe jetzt auch nachgeschaut, die Statistiken und so weiter, wenn eben jemand viel redet und gerade, wenn ich keine Zwischenfrage stelle und so weiter. Und dann kann ich nämlich immer wieder auf die einzelnen Sachen, die du aufwirfst, kann ich immer wieder Stellung nehmen. Dann sagst du vielleicht, ja, hier, wenn man lange redet, dann kann ich sagen, nee, da habe ich auch was anderes gehört. Ja, wenn eine Frau lange redet, es gibt auch Leute, die hören gerne Frauenstimmen lang. Merkst du, und dadurch kann ich im Prinzip die alle möglichen Argumente aushebeln. Und dazu neigen wir manchmal, wir wollen ein Ziel erreichen und denken, wir kommen schneller an, wenn wir ganz viel weil noch Begründung raushauen. Ja. Aber gerade diese Weils, die werden uns häufig ausgehebelt und denkt, unser Gegenüber hat gewonnen. Und er oder sie spielt keine Rolle. Und deswegen finde ich es charmanter, sofort das, also erstmal mir das Ziel bewusst zu machen, was will ich überhaupt? Dann das auch relativ schnell auszusprechen, so schnell wie möglich. Dann eher eine Pause machen, Argumente im Hinterkopf behalten. Wenn gefragt wird, warum wollen Sie, willst du das? Dann eben die Argumente nennen. Das wäre unter 2 oder 3. Und dann immer wieder aber bei der Kernaussage bleiben. Nicht bei irgendwelchen Argumenten, dass nicht über Zwiebelschalen diskutiert wird, sondern um den Kern, dass ich eben sage, ich möchte mehr Geld oder ich möchte, dass du, Isabel, weniger redest oder ich möchte das. Und das dann gerne wie so eine kaputte Schallplatte immer mal wieder wiederholen. Denn da kommen wir eben häufig nicht so schnell ins Ziel, wenn wir ständig uns wieder auf so ein anderes Spielfeld ziehen lassen, über etwas diskutieren, was nicht relevant ist, was nicht das Thema ist, was wir wirklich erreichen wollten. Und dann kommt auch ein interessantes Gespräch zustande. Ich könnte jetzt dann auch fragen, was kann ich denn dafür tun, dass du kürzer antwortest? Ja, du könntest mich zum Beispiel unterbrechen. Du könntest mir ein Zeichen geben, auf zu labern. Ja. Oder das, was du mir schon mal vorgeworfen hast, dass ich immer, wenn ich schon unterbrechen will, sage laut, aha. Ja, stimmt. Aha. Manchmal machst du das Ganze, jetzt bin ich am Reden. Ja, aber auch da finde ich, es ist so absurd, es ist so simpel. Ganz häufig höre ich so, ach Gott, ich meine, das ist ja, weiß man doch, ne? Es ist im Endeffekt auch wieder die Neugierde, dass ich wirklich Interesse habe an mir, an meinen Zielen. Und dass ich eben auch Interesse an meinem Gegenüber habe. Ist das für diese Person eben auch gut? Und wie können wir gemeinsam dahin kommen? Oder wie kann, ja, mit welchen Argumenten könnte ich mein Gegenüber überzeugen? Und nicht, was finde ich überzeugend, was findet mein Gegenüber überzeugend? Ja. Es gibt aus dem Achtsamkeitstraining es gibt viele schöne Sachen, aber auch eine Aussage, die ich mal gehört habe, was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen? Mhm. Ich kann natürlich auch sagen, was braucht mein Gegenüber, damit er von meinem Ziel überzeugt ist? Mhm. Anstatt zu überlegen, was finde ich gerade wichtig. Denn ich bin eine ganz andere Person als mein Gegenüber. Und denen werden ganz andere Dinge überzeugen. Das muss noch ein bisschen wirken. Du denkst noch ein bisschen nach? Ja. Ja, okay. Wollen wir jetzt einfach mal so 5 Minuten schweigen und es einfach weiterlaufen lassen? Und dann kommt, gut, reden, nein? Nein, okay. Nein. Dann brechen wir jetzt hier ab? Ja. Okay. Einen schönen Restgeburtstag. Oh, danke, den werde ich genießen. Dankeschön. Hast du eigentlich eine E-Mail-Adresse, wo man dir auch für Fragen stellen kann? Fragen stellen kann, ja. podcast@ichrede.de. So, da kann man natürlich auch heute alle Geburtstagsglückwünsche hinschreiben. Aber schreiben Sie auf keinen Fall in den Betreff schon gleich alles Gute zum Geburtstag, weil löscht Sie es gleich wieder. Also, heute ganz viel einfach reinschreiben, wichtiges Thema oben in Betreff und dann drunter schreiben alles Gute zum Geburtstag. Du siehst ja immer noch aus wie 17, 18 Jahre. 22. Ja. Genau. Wir einigen uns auf 22. Ziel 22. Ja. Weißt du? Ja. Ziel 22. Bloß nicht in den Betreff reinschreiben, Ziel 22. Dann sind sie gleich wieder raus.
So, schön. Danke, Anne. Du, Tränen kann jeder.